Also Leute, eine der Fragen, die mir so am meisten gestellt wird, egal ob hier auf YouTube, Instagram, DM, egal wo, ist erstmal allgemein so, wie mache ich Melodien, wie gehe ich vor, welche Effekte nutze ich und so weiter. Und spezifischer vor allem, wie mache ich so düstere Melodien? Wie lasse ich sie möglichst düster klingen, mit welchen Techniken, mit welchen Plugins und so weiter. Und heute wollte ich euch das eben zeigen. Ich wollte euch heute so meine Top 3 Tipps und Tricks zeigen für düstere Melodien. Also, wie fange ich an? Welche Tonleiter nutze ich? Wie gehe ich vor? Welche Plugins nutze ich danach? Und so weiter. Heute wird alles gezeigt. Also, let's get it. Also Leute, jetzt sind wir hier in FL und wir haben keinen Plan, was wir machen. Wir wissen, wir wollen irgendwas Düsteres machen, wissen aber erstmal nicht, wo fangen wir an, welche Noten spielen wir, welche Akkorde, Tonleitern und so weiter. Man hat irgendwie so leicht eine Richtung, man will irgendwas Düsteres oder irgendwas anderes, aber man weiß nicht, wo fängt man an. Und das passiert mir auch nach irgendwie fucking, keine Ahnung, 18 Jahren Erfahrung oder so. Und das bringt uns auch zum ersten Tipp, nämlich erster Tipp ist, sucht euch die passende Tonleiter. Und ich habe auf dem Channel ein Video, wo ich gemacht habe, vor, ich glaube, einem halben Jahr oder so, wo ich euch gezeigt habe, wie man denn die Tonleiter mit kostenlosen Plugins und dann noch ein Video mit einer Paid-Version. Auf jeden Fall, ich habe euch gezeigt, wie man die Tonleiter von Songs findet. Und so gehe ich dann eben auch vor. Also ich suche mir dann Songs, die ich feiere und wo ich sage, okay, ich will irgendwas so mit diesem Vibe kreieren. Geh dann zum Beispiel auf tunebed.com und gib den ein, sucht die Tonleiter, BPM, ist alles angegeben und man kann sich dann, man hat dann quasi so einen Startpunkt, okay, diese Tonleiter nehme ich und diese Tonleiter würde dann diesen und diesen Vibe erzeugen. Oder aus Erfahrung kann ich sagen, dass die Tonleitern, die sich so düster anhören, meistens im Moll sind, also Minor. Und in der Moll-Tonleiter gibt es dann so Variationen von dieser Tonleiter, zum Beispiel Melodic oder Harmonic. Und diese sind meistens so nach Erfahrung auch die Tonleitern, die man für so düstere Sachen, so Travis Scott-Vibes, in Deutschland zum Beispiel Kalim oder so. Für diese Vibes wird man dann diese Tonleiter nehmen. Und in FL könnt ihr dann eben das Raster hier so einstellen, dass er euch die Tonleiter hier anzeigt, direkt im Piano Roll. Also hier diese ganzen Hellnoten, die wären jetzt in der Tonleiter drin und würden sich alle quasi gut miteinander anhören. Und das könntet ihr einfach einschalten, indem ihr hier oben links auf dieses Dropdown geht. Dann geht ihr auf Helpers, Scale Highlighting und wählt hier dann eben eure Tonleiter aus. Ich habe hier schon mal ein G-Moll Harmonic ausgewählt. Hier empfiehlt es sich aber auch zum Beispiel eine weitere, wäre D-Minor Harmonic oder Melodic. Müsst ihr mal gucken. Da ist meistens dann, ich glaube, soweit ich weiß, eine Note anders zwischen Minor, Harmonic und Melodic. Müsst ihr mal gucken, was so den cooleren Vibe ergibt. Ja, ein G wäre cool. Dann hätten wir zum Beispiel ein F, das wird ultra oft in Trap verwendet. Dann zum Beispiel ein D. Eh auch manchmal. Da müsst ihr dann eben gucken, ob dann der Harmonic, Melodic oder eben der Natural Minor passt. Und ja, dann, nachdem ihr so eure Tonleiter habt, wäre der zweite Schritt, wie pickt ihr denn eure Noten, die ihr hier spielt? Also welche Noten nutzt ihr hier, um das Ganze eben möglichst düster klingen zu lassen? Und das wäre dann eben auch so der zweite Tipp. Der zweite Tipp ist, versucht immer, wenn ihr eure Noten spielt und irgendwas möglichst düster klingen lassen wollt, versucht immer die Noten hier zu nehmen, die nah beieinander sind. Also bei dieser Tonleiter würde ich dann zum Beispiel versuchen, hier das G und hier das F-Sharp hier zu wählen. Dann zum Beispiel hier das A und das A-Sharp oder hier das D und dann hier das D-Sharp. Also immer hier diese Noten, die so möglichst nah beieinander sind. Das erzeugt dann meistens diese Stimmung, diese düstere Stimmung, wenn ihr diese hier so möglichst oft benutzt. Und ja, machen wir einfach mal hier eine Melodie. Suchen wir uns mal irgendwas aus. Hier Synology. Und ja, schauen wir mal, was wir hier picken können. Häufig ist mir auch aufgefallen, dass wenn ich so Akkorde mache, dass es meistens zwei Notenakkorde sind. Also ich wähle dann hier quasi zwei Noten aus, die sich möglichst düster anhören zusammen. Und verstärkt dann diesen Chord, indem ich einfach die, zum Beispiel hier die obere Note oder die untere einfach hier dupliziere als tiefere Supportnote quasi. Ja, so aus Erfahrung. Meistens ist es aber auch so, dass man drei Noten als Akkord nutzt. Vier würde ich eher weniger nehmen. Vier ist mehr so Richtung R&B, Jazz. So, da nutzt man mehr vier, fünf, sechs Noten oder so.
Aber so bei simplen, düsteren Trap-Sachen meistens zwei Noten-Akkord und dann hier so die untere noch als Support, quasi als Bass-Note oder hier die obere dann. Und ja, dann würden wir eben hier so versuchen, die Note zu picken, die möglichst nah am ursprünglichen Akkord so ist. Also hier zum Beispiel wäre es dann die hier. Dann hier die hier. Und die untere hier. Meistens sind es dann eben so diese Noten, die das Ganze so dark machen. Also hier diese, die so möglichst nah beieinander sind. Also das wären jetzt hier so unsere Grundakkorde und oben hier mit diesen ganzen höheren Noten werde ich jetzt versuchen, auf diesen Akkorden noch eine Melodie draufzupacken. Und bei Melodie machen versuchen wir bei so düsteren Sachen meistens hier diese Noten zu nehmen, die hier nah beieinander sind. Also die zwei, die und die hier. Ja, dann könnten wir hier noch so ein paar Noten mehr Emotion geben. Also wir könnten die noch verstärken mit einer zweiten Note und daraus einfach einen Chord machen. So, dann, um das Ganze ein bisschen natürlicher klingen zu lassen, machen wir hier Alt-S. Das Ganze strummt es einfach ein bisschen, sodass die Noten nicht immer gleich gespielt werden. Dann machen wir hier Alt-R. Das Ganze ruft hier den Randomizer auf. Da können wir einfach so die Lautstärken einfach ein bisschen durcheinander werfen. Okay, so viel dazu. Dann würde ich sagen, machen wir hier das Ganze hier zum Mixer, senden das Ganze hier zum ersten Mixer-Track und fangen an mit den Effekten. Und wenn ich Melodien mache, ist es meistens so, dass ich erstmal versuche, das Ganze zu flippen, ob sich vielleicht die Melodie langsamer besser anhört oder ob vielleicht eine andere Tonleiter hier vielleicht besser passen würde. So, das sind dann so die Sachen, die ich am Anfang mache, um erstmal so ein Fundament zu erzeugen und danach geht es dann so in die Effekte. Da versuche ich das Ganze dann noch düsterer klingen zu lassen mit verschiedenen Effekten, die ich euch dann gleich zeigen werde. Also das Erste, was ich mache, ist erstmal ein Halftime drauf zu packen, um einfach zu schauen, wie sich das Ganze so langsamer anhören würde. Ein Halftime stretcht das Ganze quasi einfach mal zwei. Also es stretcht einfach das Sample und macht es langsamer.
Und hier habt ihr dann verschiedene Time Settings. Ich versuche mal hier Have. Okay, das gefällt mir jetzt hier in diesem Fall besser. Dann wäre der zweite Schritt, einfach zu versuchen, ob vielleicht eine andere Tonleiter besser passen würde für den Vibe. Dazu nutze ich hier oft den Soundshifter von Waves, oder aber was ihr auch machen könnt, wenn ihr jetzt nicht so ein Plugin habt, ihr könnt einfach hier einfach in euren Plugin-Window gehen und könnt dann hier bei diesem Werkzeugtool, könnt unten mit Rechtsklick, könnt ihr einfach das Ganze transponieren, also einfach so um Halbnoten verschieben. Mir gefällt aber hier für solche Sachen einfach mehr der Soundshifter, weil er, während er das Ganze runter- oder hochpitcht, gibt er dem Ganzen noch so Texturen und so. Deswegen mag ich doch lieber hier den Soundshifter zu nutzen. Und wir shiften hier einfach mal rum und gucken dann, was so besser passt. Okay, mir würde ich hier um 3 Oktaven runter am besten gefallen, aber mir gefallen hier die Tiefen nicht und deswegen nehme ich hier ein EQ, cut erstmal hier ein bisschen die Tiefen raus, so bei 200-300 ungefähr, irgendwo da. Dann die Höhe noch ein bisschen. Oder was auch richtig cool ist, hier dieses Preset Old Telephone. Das ist einfach so ein Telefoneffekt Preset und könnt ihr noch hier ein bisschen anpassen. Okay, jetzt nähern wir uns schon mal. Also das klingt schon viel düsterer als davor. Was ich jetzt noch machen würde, ich würde vielleicht erstmal einen Chorus-Effekt, weil da gibt es auch ein richtig nices Preset hier, dieses 50 Detune. Könnt ihr dann hier so mit den Settings ein bisschen rumexperimentieren. Woran mich das erinnert, ist so dieses RC20, Isotope Vinyl, so diese Detune-Effekte. Ja, in der Fälle wäre dann hier diese Alternative, also die 50 Detune. So, dann könnten wir noch ein Delay benutzen. Machen hier ein Achtel, Ping-Pong-Effekt, dann hier ein Cut rein. Bisschen leiser. Drehe ich hier den Mix-Regler ein bisschen runter. Übrigens auch die Reihenfolge beeinflusst natürlich auch den Sound. Also ihr könnt dann hier so ein bisschen rumschiften, einfach mit dem Mausrad, einfach hier so die Plugins rumverschieben. Dann könnt ihr mal gucken, manchmal gibt es dann einen komplett anderen Sound und ja, einfach mal ausprobieren. Dann könnten wir vielleicht noch ein Isotope Vinyl hier drauf packen. Das gibt es übrigens auch for free, also könnt ihr euch direkt gönnen. Ist richtig nice, vor allem hier für diese Filter-Section hier. Da könnt ihr einfach das Ja einstellen, wie es klingen soll. Also das ist dann so ähnlich wie eine Filter-Section. Da werden dann hier verschiedene Filter angewandt.
Übrigens ist es beim EQ so, dass wenn ihr eine Melodie möglichst düster klingen lassen wollt, dass dann meistens die Höhen rausgecuttet werden. Und bei dem Punkt, wo das Ganze eben gecuttet wird, versuche ich dann die Resonanz da anzuheben, um einfach das Ganze noch düsterer klingen zu lassen. Also die Resonanz wäre dann in dem Fall hier diese Kurve. Und die könnt ihr dann hier eben unten beim BW, das steht für Bandwidth, einfach so anpassen, je nachdem, wie ihr es haben wollt. Also, so gehe ich dann meistens vor. Wenn euch dieses Video gefallen hat, auf jeden Fall nicht vergessen zu liken und den Channel zu abonnieren für weitere Videos rund um die Musikproduktion. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Peace.